dass wir eben politisch dafür kämpfen können, Mehrheiten zu schaffen, dass diese Regeln und andere Regeln fallen werden. Aber wir kämpfen. Und wir kämpfen mit den Regeln des Rechtsstaates für den Erhalt des Rechtsstaates und dass sich die Richter an den Verwaltungsgerichten wieder Mut bekommen und eben solche Regeln wie die Maskenpflicht im Freien, die sowohl unangemessen, nicht erforderlich als auch nicht geeignet sind, dass solche Regeln wieder gekippt werden. Aber dafür braucht es den politischen Druck auf der Straße. Deswegen ist es schön, dass ihr alle hier seid. Ihr wisst, mir ist es wichtig, dass wir auf solchen Kundgebungen Menschen zu Wort kommen lassen, die eine Expertise haben. Umso wichtiger ist es, dass wir diejenigen, die grundrechtsradikal sind, also auf unsere Grundrechte bestehen, uns von jeglichem sonstigen Extremismus abgrenzen und gleichzeitig eben die Fachexperten hören. Und wer könnte uns besser zum Thema Mut etwas erzählen als ein Arzt für Psychotherapie? In diesem Sinne, großen Applaus für Dr. Hartmut Gehrung! So, hallo, guten Abend. Ich freue mich, hier in Mannheim zu sein. Wir waren, als es noch ein bisschen wärmer war, öfter mal hier bei Balkonkonzerten und haben es sehr genossen. Und ich habe den Eindruck, dass die Luft hier ein bisschen freier ist als in manchen anderen Städten in Mannheim. Ich selber bin Facharzt für Innere Medizin, Facharzt für Psychotherapie. Und ich bin nicht nur Experte, was Medizin anbelangt, sondern auch Experte, was Betroffensein anbelangt, denn ab 16. März bin ich freigestellt von der Arbeit, so wie es aussieht. Deshalb habe ich meinen Arzttitel mitgebracht, denn wir waren uns in unserer Ärztegruppe nicht sicher, ob das von der Ärztekammer denn nicht moniert wird, wenn wir offiziell auftreten mit Kittel. Also wird er hier jetzt an den Nagel gehängt, symbolisch. So.